Oh, neuer Ladebildschirm. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. That is not the will of the Father. Take them to John. He's ready to hear their confession. My parents were the first ones to teach me about the power of yes. One night they took me into the kitchen and they threw me on the ground. And I experienced pain after pain after pain after pain. And when I didn't think I could take any more, did. Something broke free inside. I wasn't scared. I was clear. I looked up at them. I started to laugh. All I could say was, yes. I spent my entire life looking for more things to say yes to. And every hole in my body, and when those were filled, I created more. But it was Joseph who showed me just how selfish I was being. Always receiving, always taking. The best gift isn't the one you get, it's the one you give. Courage to own your sin, to etch it onto your flesh and carry its burden. And when you have endured, when you have truly begun to atone, to cut it out like a cancer and display it for all to see. My God, that's courage. I'm going to teach you courage. Teach you how to say yes so you can confront your weaknesses, confront your sins. You will swim across an ocean of pain and emerge free. For only then can you truly be into eternal. So who wants to go first? Oh, wir haben eine Entscheidungsmöglichkeit. This is lesson number one. Okay, okay. Wir sagen mal ja. Yes. Yes. You're not gonna regret this. I promise. Now before we begin, I think it's only proper that Deputy Hudson goes back to her room. Confessions are meant to be private, after all. I am not here to take your life. I'm here to give it to you. I'm going to open you and pour your worst fears inside. And as you choke, your sins will reveal themselves. And only then will you truly understand the power of yes. I'll be right back. Okay, wie komme ich hier raus?
offensichtlich gefesselt. Ich muss sie ja irgendwie jetzt retten. Okay, ich kann mich hüpfen, fortbewegen. Ist hier irgendwo irgendwas? Die Treppe, ich kann die Treppe runterhüpfen. Vielleicht geht dann der Stuhl kaputt. War schmerzhaft, aber hat funktioniert. So, jetzt sehe ich wieder fast nichts mehr, weil mir die Sonne auf dem Bildschirm scheint. Das kennen wir ja schon. Okay. Wie, um den Stuhl zu bewegen? Na, ihr seid witzig. Das habe ich jetzt schon erledigt. Jetzt muss ich aber wieder zurück hoch, ne? So scheint hier ein bisschen schneller. Okay, ich will gar nicht wissen, was das ist. Okay, da komme ich nicht durch. Boah, ist das ekelhaft. Okay. Dann doch unten entlang. So. Okay. Ja, das ist relativ linear, glaube ich. Sieht zumindest danach aus. Auch nicht. Oh! Doch, genial. Okay. Oh. Nee, und wir können. Ich will doch nehmen. Achso, falsche Taste. Nee, wir nehmen den Körper und hauen ihn hier mal nach hinten. Bevor der da hinten sich noch bewegt und hier näher kommt. So. Da ist auch eine Pistole. Okay. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Bewaffnung, falls uns doch jemand mal sieht. Bei der Aktion. Sehr schön. Getting well. Ich glaube, wir kommen näher. Okay, da komme ich nicht durch. Dann hier vielleicht. Uiuiui, leise, 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 leise. Ich mache noch erst mal einen Hookduck-Mod. Okay, das sind zwei. They'll forgive us for the fear and pain we put them through. Exactly. Ja, perfekt, er bewegt sich. Das wird sich so spaßig geworden. So. Oh, dieser Psycho, ey. Mag das zwar nach wie vor, aber es ist Psycho. Things could be worse, you know. Here, you just have to confess. In the East, well, let's just say too much bliss can go to one's head. Okay. Wobei mit der Scheiße. Mit dem unsichtbaren Anschleichen. Jo, dann beim nächsten. War ich jetzt eigentlich die ganze Zeit still? Es kam mir so vor, als ob ich gar nichts gesagt hätte gerade. Es ist, man hält in diesem Schleichmodus irgendwie echt den Atem an und konzentriert sich einfach nur. Ja, deswegen verzeiht mir, wenn das Ganze zu einem Walkthrough mutiert. Och nö, muss jetzt echt hier ganz vorne wieder anfangen.
Dabei war ich eigentlich ganz gut, dachte ich. Na gut. Soll ich wenigstens, wo ich langlaufen muss. Schwupp. Andere Seite. Hier so. Okay. Nur aufpassen, dass man hier nicht zu ungeduldig wird, weil man es schon mal gemacht hat. Hä? Da war doch eben noch einer. Da ist doch noch irgendwas. Was war das? Schutz, aber ich sehe es nicht richtig. So, jetzt war noch letztes Mal zwei. Selbst, dass sein Kollege nicht gesehen hat, das war jetzt mal ein Glück. Ich höre noch einen. Der Amazing Grace singt oder sowas. Shit. Den habe ich nicht gesehen. Aber wie schnell das geht, wenn man erstmal ein bisschen Übung und Routine hat, ne? So. Und jetzt ging es hier lang. Also hier hätte es zumindest mal so einen kleinen Checkpoint geben können, oder? Oder nicht? Wenn ich das jetzt dreimal machen muss, dann ärgere ich mich. Aber dann kürze ich euch das zumindest zusammen. So, die labern da hinten nämlich noch. Dann kann ich jetzt auch diesmal gucken, was da hinten noch abgeht. Ob da irgendwas ist. Hm. Da kommt man schneller hier rein. Schafft man nicht. Okay, das war dumm. Das hat so nicht funktioniert. Ich kürze euch die Stelle wieder bis zu der hin und ich gehe dann diesmal aber links lang. Dass man da nicht 100-mal das Gleiche sieht, oder? Also bis gleich zu der Stelle, wo ich den... Wie heißt es, wo ich diese Tür aufmache mit dem Rädchen dran? So. So, und da wären wir auch schon wieder. Ich gehe jetzt trotzdem links lang, glaube ich, weil das irgendwie doch ein bisschen lautloser ging als rechts. Und den rechts, den, wo ich dachte, den ich ihn retten musste, der gehört ja auch irgendwie zur Sekte. Ja, ich habe mal in einer Kritik gelesen, dass die Sektenmitglieder alle gleich aussehen, dass es nicht so geil wäre. Und irgendwie sehe ich das auch so. Also da hätte das... Da hätte man sich tatsächlich noch so ein bisschen mehr Gedanken machen können. Ich meine, sie müssen ja nicht alle mega individuell aussehen, aber halt vielleicht nicht alle total gleich. So. So. Ja, man hat ja immer was zu meckern, so ist es nicht. Hier kommt man wahrscheinlich auch noch nicht durch. Nee, das ist alles... Das tut so, als ob es nicht ein Jahr wäre, ist es aber. Things could be worse, you know. Here, you just have to confess. Da kann ich doch da schon lang. In the east. Well, verschlossene Schlüssel benötigt. Okay, was steht hier? Verlorene Schlüssel, hat jemand den Schlüssel für den Waffenschrank gesehen? Ich habe mich den ganzen Tag um die Neueinkömmlinge gekümmert und ihn irgendwo verloren. Ich will auf keinen Fall, dass John das herauskriegt. Falls mir einer von euch einen Streich spielt, dann soll er sofort damit aufhören. Okay. Say too much bliss can go to one's head. Faith created her angels, but she never did treat them all that well. So, wo war denn da das letzte Mal derjenige, der mich gesehen hat? Huh, weird. Da drüben. Ah, das sind die gleichen. Der macht da Übungen. Okay. Schräge, schräge Menschen. Dynamit, was habe ich denn jetzt hier alles gekriegt? Jede Menge Kram. Den ich wahrscheinlich gar nicht verwenden darf. Aber ich habe keinen Schlüssel bekommen, oder?
Oh, fuck. Okay. Zumindest sind wir jetzt fast da. Ja, wieder an dem Waffenschrank, ne? Oh, oder auch nicht. Okay, ich bin Jezorn, entkomme aus dem Bunker. Ich bin dann auf Bliss. Könntest du bitte mal, danke. Okay, wir haben nicht genug Zeit, wir plündern jetzt nicht mehr. Oh, ich habe noch ein Erste-Hilfe-Set, gut zu wissen. Shit. Okay, der erste Versuch. Irgendwie hier zu entkommen, ist gescheitert. Wir versuchen das Ganze nochmal und das ein bisschen schneller und ja, obwohl wir auf Drogen sind. Ich glaube, ich bin nicht so gut da drin in schnell schießen und was weiß ich was alles. Okay, wir gucken uns jetzt jedenfalls nicht weiter um, sondern wir laufen hier einfach. So. Ah, ich habe das erste Hilfe da erst bekommen, deswegen habe ich das vorher nicht realisiert. Okay. Aber ein bisschen Munition wäre nicht schlecht und das hier vielleicht auch nicht. Mit den Drogen ist natürlich so eine Sache, ne? Das greift mich auch noch an, ich verstehe. Lad doch nach! Wie viel halten die denn aus? Ist das euer Ernst? Renn! Mädchen, renn! Oh, shit. Hey, aber ich bin immerhin rausgekommen. Oh, wow, das sind aber viele von diesen Zombies auf Bliss. Hm. Schade ich wahrscheinlich wieder unten. Oder oben, unten, oben, unten, oben. Unten, oben, unten, oben, unten, oben. Unten. Okay. Egal, diesmal ein bisschen. Weiß ich ja, was mich erwartet. Könntest du bitte mal schießen? Boah. Soll ich einfach an denen vorbeirennen oder was? Das funktioniert ja auch nicht. Okay, jetzt ist es tatsächlich mal... Ich habe mich ja... Vorletzte Folge war das, glaube ich, habe ich mich beschwert, dass ich Sachen wiederholen muss, die nicht schwer sind, sondern einfach nervig. Jetzt ist es tatsächlich schwer. Und nicht nervig. Aber das finde ich okay. Man kriegt ja ein gewisses Gefühl dafür... Boah, ey, ich treffe aber auch gerade gar nichts. So, da, First Aid Kit. Nimm das Erste Hilfe Kit. Ich habe doch gedrückt. Okay, ich sollte es vielleicht früher nehmen. Ja, liebe Leute,
Ich muss schauen, was ich davon wegkürze und was nicht, weil irgendwie ist es ja dann wieder nervig, wenn man so fünfmal das Gleiche sieht. Aber ich habe mir vorhin auch schon was weggekürzt. Jo, lassen wir uns überraschen, wie das wird. Die Leute, die neuer auf meinem Kanal sind, wissen das noch nicht von Assassin's Creed, dass ich dann bei den 100% halt einfach irgendwann nach so 5 Fail-Versuchen dann doch versucht habe, das zu zeigen, was funktioniert hat. Und scheinbar kann ich hier auch so halbwegs mit Schleichen drankommen. Nee, die Schaufel wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte... Okay. Whatever. Oh, da war noch ein Dings. Den brauche ich für oben. So, jetzt aber hier schneller hoch. Wirklich mit Schleichen hoch ist nämlich nichts, aber das eben, das war schon nicht schlecht. Erste Hilfe! Whatever. Okay. Und jetzt habe ich Zeit. Your sin consumes you, blinds you to all the harm you inflict. Ich habe keine Granaten, ich habe Fernzündesprengstoff. Okay. Drive the sinner from this place. Let them run. Let them hide. For no matter where they go. Komm aus dem Gebiet. Okay, wir rennen. Wir rennen einfach nur noch. Lumi rennt. Okay, man sollte eigentlich nicht mit Drogen Auto fahren, aber Sitze tauschen. Manchmal geht's halt nicht anders, ne? There's nothing more you can do here, Deputy. I'll come for you when you're good and ready. Ich weiß gar nicht, wie ich das finde, dass ich jetzt das Gebiet verlassen soll, weil irgendwie... Ich wollte doch die andere retten, dachte ich. Oh. Gorge yourself on wrath. Okay, ich glaube, wir schaffen das. Holy shit, kid. I've been trying to reach you. I heard John nabbed you and I feared the worst. So I'm glad you made it out. Alive. I'm sorry about Hudson. There's not much we can do without John's key. You're gonna have to lure him out. Figure the best way to do that is to burn his whole fucking operation to the ground. So get to work. Okay, ich habe die Beichte abgeschlossen. Ich bin immer noch auf Bliss. Und jetzt geht's quasi weiter mit. Warum steht hier eigentlich die ganze Zeit überspringen? Deputy, Deputy, listen up! We got a situation. Eden's Gate rolled out some monster. They're calling the Revelator. It's a goddamn tank. They're trying to take the roads back. There's a resistance patrol sitting right in its path. They need help. You gotta hurry. Okay, also ich konnte die jetzt nicht retten, aber die Frage ist, ja, what next? Ich muss jetzt diese Tanklaster kriegen oder wie? Oder erstmal das mit dem. Es gibt jetzt wahrscheinlich mehrere Optionen. Oh, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes machen will. Das ist eine gute Frage. Also entweder ich mache jetzt Tanklaster und Story-Mission oder sowas, ne? Weil ich das jetzt auch nirgends wirklich anwählen kann. Dumm, du, dumm, du, dumm. Dumm. Gibt es hier nicht eine Möglichkeit, irgendwie... Logbuch. Ah ja, hier haben wir die Story-Mission. Was es noch gibt. Tritt aufs Gas gibt's hier. Das war das mit diesen Tanklastern. Ah, das kam jetzt nur, weil ich, das hatte ich vorher, glaube ich, schon mal angenommen. Dann haben wir, ach ja, ist das schön untergliedert. Doch, Mission, Nebenmissionen. Bewaffneter Rally-Konvoi. Verstecke.
auch alles schon so gefunden da, so. Was habe ich hier noch irgendwie? Also, die sind hier mit in dieser, verstehe. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt als nächstes in der nächsten Folge, weil ich werde jetzt an der Stelle nämlich auch mal einen kleinen Cut machen, werden wir, genau, zu einem Waffenladen gehen, ich glaube dann hier auch direkt hin, und werden mal wieder eine Nebenmission machen. Jetzt haben wir sehr viel Story-Missionen gemacht, jetzt können wir mal wieder 2, 3 Nebenmissionen machen. Und danach geht's mit der Story weiter. Halte ich für einen guten Plan. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Ihr könnt ja was dazu sagen. Aber ich glaube, wenn ihr was dazu sagt, habe ich schon mit den Nebenmissionen angefangen. Aber wenn euch die eher nerven, kann ich auch dann relativ schnell mit dem Story-Mode weitermachen. Ja, gut. Dann wünsche ich euch natürlich wie immer alles, alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.